So, liebe Leute, es geht heute mal wieder weiter mit unserer FIFA 23 Karriere. Wir sind immer noch mitten in der Saison 2. Wir sind mittlerweile schon im Oktober 23, also schon ein Jahr wieder voraus. Heute steht das DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld an. Ein weiteres Heimspiel. Wir haben ja alle Heimspiele bisher gewonnen und hoffen, dass wir diese Serie halten. Und ja, dann werde es bedeuten, mit dem Einzug in Runde 3 im DFB-Pokal. Heute geht es gegen einen Bundesligisten, genau. Und ja, im letzten Spiel gab es dieses 3-0 gegen den KSC. Wir erinnern uns, danach das Ligaspiel gegen den 2-4 verloren in Karlsruhe. Das war ja so, ja, mittlerweile, das war ja so ein bisschen der Beginn unserer Auswärtsmisere. Bis dann das Spiel in Sandhausen vor wenigen Tagen kam und ja, unsere Serie dort beendet haben. Kam also quasi zwei Auswärtssiege schon diese Saison in Sandhausen und in Kaiserslautern. Und heute soll zumindest zu Hause Arminia Bielefeld fallen. Und danach geht's nach Fürth. Na gut, gehen wir rein ins Match. Ich denke mal, so groß verändern brauchen wir jetzt nicht. Deswegen, auf geht's! Und ja, für die Leute, die jetzt fragen, tatsächlich, ich bin tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Ich bin ein bisschen kränklich. Seht es mir nach, das wird in den nächsten Folgen wahrscheinlich so sein, weil je nachdem, wie weit ich aufnehme. Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Bisher ist er der beste Torjäger im Pokal und das will er heute erneut mit einer Glanzleistung unterstreichen. Wir zeigen sie. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Könnte ein klasse Spiel werden. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Entschuldigung. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne der Neuner von Stürmer. Bielefeld. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr bekannter Spieler, der jetzt, glaube ich, in der neuen Saison nach RB Leipzig wechselt. Von Red Bull Salzburg. Ein super Talent, auch für kleines Geld zu haben. Also, falls ihr noch Spieler mal sucht, für wenig Geld, kauft euch Benjamin Šeško von Red Bull Salzburg. Der jetzt hier mal der Karriere in Bielefeld geht. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Müller. Jetzt müssen sie aufpassen. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Kurz gespielt. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche. Gute flüchtige Grätsche, aber dann sehen wir mal von der Linie Bielefeld. Ah, gut dazwischen gegangen. Gute Aktion jetzt. Der Bielefelder. Könnte die Führung werden. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Blockt den Schuss erstmal ab. Müller! Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme.
Schönes Zuspiel hier. Den spielt er in den Lauf. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Milo Rashica. Also Aufgabe auf jeden Fall. Oh, Rashica spielt bei. Ja, schön dazwischen gegangen. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Zu durchsichtig. Siedler. Müller. Fehlpass. Wird's jetzt gefährlich. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Milo Rashica. Gut gemacht, ja. Jetzt der Vorstoß. Ja, gut gelöst. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Ah. Also, da lassen Sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert Sie. Schade, 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 schade. Oh, bei Verlust der Bielefeld da und die holt sich den glücklich. Müller. Guter Pass. Achtung jetzt. Ja, hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. Gibt das da noch gar nichts. Hört sich jetzt mal den Verteidiger. Er gibt ihn doch. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Naja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Super dazwischen gegangen. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Könnte der Ausgleich werden. Und Tor! Alles wieder auf! Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Er kommt noch an den Ball. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Jetzt kommt die Ecke. Er schießt von weit draußen. Na ja, warum nicht? Das muss ein Elfmeter sein. Sie wollen die erneute Führung. Der Strafstoß ist drin.
Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Lässt er den noch laufen? Danke. Nee. Das heißt so, kurze nicht. Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Ja, ich habe mich das letzte Pokalfinale. Da gab es ähnliche Situationen. Die zwei auf den Keeper. Also, der macht hier bislang. Und ja, der verstappt. Aber gut, wir führen jetzt mit 2:1. Leverkusen ist vergessen. Und ja, damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Aktuell sieht es vom Ergebnis her gut aus. 2:1 auf die letzte Führung. Natürlich sehen wir in Runde 3. Sterne. Ah, da geht er vorbei. Zwei, drei Mann stehen. Sterbner. Ja, nichts passiert ist ja. Milo Drašica. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Ja, das war schlecht gespielt. Ulrich, aber der Tunnel wirft mit der Grätsche den Ball wieder. Wir sehen den Wechsel. Bielefeld wechselt Tüte ein. Halt auf der rechten Teil. Sie verlieren den Ball. Ich glaube, ich Müller. Ja, geiler. Ja, das ist ein guter Pass. Da geht er dazwischen. Ah, schade. Gerade, der gut aufpasst. Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz, aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Oh. Er zieht ab! Gute Chance, macht sich ganz lang. Was für eine Parade! Der Capito hat noch ein bisschen was dagegen. Der Ball kommt rein. Gute Chance, und aus der macht er ganz sicher. Müsste Pedro gewesen sein. Da ist der Ball erstmal raus. Weil wird gut auf die Außen. Flanke kommt rein. Super! Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Völlig getroffen. Jetzt wäre es richtig gefährlich, wenn man bei der Freien am Keeper stand. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Müller. Jetzt hat er den Ball gut wieder. Aufgepasst. Gut hat sich zu kriegen, diesen Ball. Aber dann halt das ganze Geschäft aus gemacht. Da konnte sich den Schalweg, spiele ich jetzt an. Macht es aber der. Aber wieder Ball gewinnt. Ulrich. Und dann ist der Ball wieder doch weg. Macht die Abwehr gut. Passt oft genug auf. Ja, mit viel Übersicht. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Platz zum Konter. Ah, wieder! Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Viel mit Auge. Super. Keine echte Torgefahr. Peters. Da war jetzt auch Pedro. Klasse Vorstoß, da Pedro, müssen Sie aufpassen. Pedro. Die Chance hier. Ist das Tor oder ein Segen? Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Dann steht zumindest, so wie es aussieht, in der. Hier kommt die Wiederholung. Und wir sehen's. Ja, das ist kein Stellungsspiel. So kannst du das Tor nicht verhindern. So, liebe Leute, das wird jetzt ein Doppelwechsel gehen gleich. Wahrscheinlich. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Schön dazwischen wieder. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ja,
Die Idee war gut. Das hat er geahnt. Meier. Eckloff. Da ist die Flanke ins Zentrum. Schneider, gut natürlich. Eine gute Idee. Weg ist der Ball. Ja, das ist gut. Schotzki. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Sie sind überlegen, zwei Tore Führung. Sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, das aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Erhalten. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Sie wechseln jetzt. Gut, wie er den Ball abblockt. Ja, Bielefelder wird nichts passieren mehr. Es wird das Ende. Nachspielzeit, eine Minute. Also, man steht in der dritten Pokalrunde. Man hat die Aufgabe Bielefeld gelöst. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie und damit stehen sie nun also in der nächsten Runde. Es war ein Hin und Her, es war eine enge Geschichte, aber sie behalten die Nerven und jetzt sind sie weiter. Okay. Und mal gucken, was noch kommt. Amen. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Der Sieg ist das eine. Aber wenn du dann auch noch das Tor machst, dann kannst du wirklich zufrieden sein. Gab ja außerdem noch die ein oder andere Chance, war ein wirklich gutes Spiel, kann hier zufrieden sein. Richtig. Aufgabe ist gelöst. So. Ja, passt. Auf jeden Fall. Ja, wie? Beides weiter. So. Frankfurt, Freiburg 2-2-2. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. So sehen, das ist halt so. Ich kann sagen, scheiß auf den Gegner, auf die Spieler vom Gegner. Danke für dieses Gespräch. So, mal gucken. Jetzt können wir auch schon für die nächste Runde planen. Es gibt wieder ein bisschen Geld aufs Konto. Und ja, der nächste Gegner heißt Spielvereinigung Grundefurt. Und da geht's auswärts ran. Und da schauen wir uns mal an, ob wir den dritten Auswärtssieg in Folge holen können. Und es ist zumindest direkt der Konkurrent. Weil, jawohl, den hängen wir momentan nicht so noch nicht. Luft nach hinten uns verschaffen. Naja, ob wir das Spiel nicht gewinnen, das schauen wir mal uns dann in der nächsten Folge an.